Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA zu einem Kurzinterview mit Wheel of MMA Fighter Manuel Sprau. Manuel, grüß dich. Hallo, grüß dich. Du kämpfst am 2. Oktober in Nürnberg. Wie läuft's? Wie läuft die Vorbereitung? Ja, die Vorbereitung läuft sehr, sehr gut. Ich habe den Vorteil, wirklich in vielen guten Gyms zu trainieren. Konzentriere mich quasi nicht nur auf einen speziellen Kampfsportbereich. Ich habe die Möglichkeit, aus allen Gyms, die in meiner Region liegen, in meiner Umgebung, das Beste herauszuholen und da für mich wirklich in allen Bereichen mich optimal vorzubereiten. Wie sieht deine Vorbereitung so aus? Also, wie oft trainierst du pro Woche oder vielleicht sogar pro Tag, wenn du im Camp bist quasi? Ja, grundsätzlich trainiere ich jeden Tag, also Pausentage gibt es bei mir in diesem Sinne nicht, aber natürlich spiele ich auch mit der Intensität der Einheiten. Ich wechsle mich mit den Einheiten ab. Ich versuche jeden Tag eine andere Kampfsportart zu betreiben bzw. zu trainieren. Wechsel mit den Einheiten jeden Tag, also montags zum Beispiel ist bei mir der klassische MMA-Tag. Dienstags konzentriere ich mich auf Stand-Up, Mittwoch BJJ, Donnerstag Stand-Up und Freitag auch wieder MMA und ein bisschen mehr der Schwerpunkt auf Ring. Und am Wochenende nochmal den Sparringstag und zwischendrin natürlich meine normalen Ausdauer- und Krafttrainingseinheiten, dass ich versuche, wirklich alle Bereiche abzudecken. Würdest du sagen, du machst quasi so ein Trainingscamp, was wirklich 18 Wochen, also 8 bis 10 Wochen vor dem Kampf beginnt, oder bist du die ganze Zeit quasi im Training, jederzeit bereit quasi? Also ich muss sagen, mein Vorteil ist, dadurch, dass ich wirklich schon seit meinem 6. Lebensjahr Kampfsport betreibe und auch schon sehr hochklassig Judo gekämpft habe, auch in der 2. Bundesliga, in der Regionalliga, dass ich wirklich immer ein sehr gutes Trainingspensum habe und gar nicht große Lücken zulasse, also dass ich jetzt irgendwie da in ein Loch falle. Also ich bin wirklich immer in einer sehr guten Form. Natürlich tue ich dann nochmal ein paar Wochen, so 2 Monate vor dem Kampf, die Zügel ein bisschen enger anziehen, das ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich bin ich immer in einer sehr guten Form, dass wenn wirklich auch mal sich für mich eine spontane Möglichkeit ergibt, ich immer sofort sagen kann, jawohl, ich kann kämpfen und brauche nicht nochmal extra 6 Wochen irgendwie eine spezielle Vorbereitungszeit. Also da bin ich wirklich immer sehr gut aufgestellt und das versuche ich auch immer so gut wie es geht beizubehalten. Ist cool. Hast Ja. du noch bestimmte Ziele in dem Sport, die du erreichen möchtest im MMA? Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr locker und aufgeschlossen. Mein größtes Ziel wäre es natürlich einfach, wie es dann natürlich auch die Lebensumstände zulassen, so oft wie es geht noch bei Wheel of MMA zu kämpfen. Das ist eine sehr super Organisation, da hat bisher immer alles professionell geklappt. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass da nach Möglichkeit noch einige Kämpfe zustande kommen. Natürlich wieder in einem fairen und sportlichen Rahmen, wie das alles bisher funktioniert hat. Das wäre für mich der größte Traum und alles, was sich dann vielleicht mal irgendwie noch ergeben könnte oder ergeben wird, das sieht man dann. Aber primär einfach die Möglichkeit, noch ein paar Kämpfe zu machen. Würdest du sagen, wenn du jetzt dich auf deinen Gegner vorbereitest, schaust du dir seine Kämpfe an, also bereitest du dich explizit auf diesen einen Gegner vor, oder sagst du, du bereitest dich allgemein vor und lässt es dann auf dich zukommen? Nein, natürlich schaut man sich auch seinen Gegner an, das ist gar keine Frage. Ist einfach normal, jeder hat so ein bisschen seinen speziellen Kampfstil. Der eine ist eher ein bisschen standversiert, andere im Boden, andere sind gute Wrestler, gute Ringer. Natürlich hat man dann auch da ein Augenmerk auf seinen Gegner. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen sage, dass mein komplettes Training nur darauf ausgerichtet ist. Es ist natürlich auch ein Teil und man hat eine Taktik, aber die Frage ist, wie lange immer so eine Taktik und ein Plan hält. Deswegen mache ich mich da auch nicht verrückt. Wie gesagt, es hat natürlich einen Teil der Vorbereitung eingenommen, aber es ist auch nicht alles. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Ich habe Fall zu danken für die Zeit. Dankeschön. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg am 2. Vielen Oktober Dank. In Nürnberg und das Jawohl. Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, einmal natürlich erstmal vielen lieben Dank an Wheel of MMA, die mir jetzt wieder die Möglichkeit eingeräumt haben, nach dieser langen kräftezehrenden Corona-Pause wieder in den Ring zu steigen, den Sport meines Herzens zu betreiben und das natürlich auch für die anderen Sportler ermöglichen. Und ansonsten ja, hoffe ich, dass wir alle, die Sportler und die Zuschauer, am 2.10. ein schönes, sportliches und faires Event haben. Und bis dorthin wünsche ich uns allen eine gute Zeit.